Guten Abend und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir sind heute wieder live für euch dabei. Heute haben wir Helmut am Start. Er ist schon sehr lange an der Börse und ich will gar nicht viel um den heißen Brei herumreden. Ihr kennt Bescheid. Am Anfang gibt es immer eine kurze Vorstellung. Ich übergebe dir, Helmut, das Wort. Dann kannst du dich in der Finanzrudel Community gerne vorstellen, was vielleicht auch so dein Background ist. Du hast mir vorne auch erzählt, du hast in Zürich lange gelebt. Ich komme auch aus Zürich, bin hier geboren, darum... Stell dich doch kurz vor. Ja, das will ich gerne machen, Thomas. Also allen einen recht herzlichen, schönen guten Abend. Mein Name ist Helmut. Ich bin 62 Jahre alt, bin in Bonn, das ist im Rheinland. Damals, als ich geboren wurde, dann war Bonn ja noch die Hauptstadt der Bundesrepublik, geboren worden, zur Schule gegangen, habe eben dann auch nach dem Abitur eben eine Berufsausbildung in Bonn gemacht, bei einem Wirtschaftsprüfer und habe damals eben, das ist jetzt in 6 Wochen 40 Jahre her, meine ersten Aktien gekauft. Also zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Zuhörer heute vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren. Und das hat mich dann so sehr fasziniert über die Jahre, also diese Faszination, dann in Aktien zu investieren und in Aktien anzulegen, wurde bei mir immer größer, sodass ich dann eben ein paar Jahre später auch praktisch aus dem Wunsch eine Realität gemacht habe. Ich bin dann Seiteneinsteiger bei einer Bank gewesen, bin dann eben zunächst in Düsseldorf bei einer Bank gewesen, dann viele Jahre eben in Frankfurt bei einer Bank und dann eben seit 1999, also das ist jetzt ja auch schon wieder dann 22, 23 Jahre her, praktisch dann in die Schweiz gewechselt, nach Zürich und bin dann dort zur UBS AG in Zürich gegangen. Ah, auch in der UBS, das ist okay. Ja, gut, in der Schweiz hat man ja nicht viele Alternativen. Ich bin dann eben bei der UBS gelandet, dem größten Vermögensverwalter der Welt, der größten Privatbank der Welt und habe dort also fantastische Jahre erlebt, sage ich mal, mit allen Höhen und Tiefen. Also als ich 1999 zur UBS kam, hatte sie gerade ihre Fusion praktisch mit dem Bankverein hinter sich, ja, also steckte noch in den ganzen Fusionswirren und ist dann ja praktisch so von 2000 bis 2006, und das muss man ja bedenken, zur weltgrößten Bank aufgestiegen. Das ist die einzige Bank in der heutigen Geschichte, die es bisher geschafft hat, mal eben dann so 2005, 2006 selbst den ganz großen Amerikanern wie Goldman Sachs oder damals noch der Citigroup das Wasser zu reichen. Ja, und dann, das ist eine sehr leidvolle Geschichte, vor allen Dingen eben für Schweizer, kam eben nach dem Höhenflug in der Finanzkrise 2008 der brachiale Absturz, wo ja eben die UBS dann auch, ich sag mal, mit knapp 60 Milliarden Schweizer Franken vom Schweizer Staat vor dem Kollaps gerettet werden musste. So, und das alles habe ich eben dann miterlebt, inklusive natürlich den Verwerfungen an den Börsen, die dann in dieser Zeit stattfanden, natürlich den Sorgen der Kunden, die das dann eben gemacht haben, weil man hatte ja dann praktisch immer das Ohr sozusagen am Puls des Kunden. So, und plus dann eben diese ganzen Steuerdinge, die dann eben auftitschten, dass eben dieses Modell des Schweizer Bankings, was ja teilweise darauf fußte, dass man eben unversteuerte Gelder von Kunden aus der ganzen Welt hatte, ob aus Amerika, ob eben aus Europa oder auch anderen Regionen, dass das eben im Prinzip vollkommen umgestellt werden musste. Also man musste eben, ich sag mal, von einer Schwarzgeldstrategie zu einer Weißgeldstrategie wechseln. So, das waren wirklich aufregende Jahre und ich bin heute irre froh, dass ich das eben miterleben durfte. Ja, und dann im Jahr 2012, 2013 habe ich dann eben aufgehört zu arbeiten. Das ist jetzt auch schon 9 Jahre her. Und seitdem bin ich eben Privatier oder Investor. Das heißt also, ich verdiene meinen Lebensunterhalt praktisch mit dem Investieren von Geld. Und da ich eben so ein bisschen der Buy-and-Hold-Anleger bin, also weniger der aktive Trader, verdiene ich mein Geld eben sozusagen mit Dividenden, die ich eben über das Jahr dann eben praktisch von meinen Aktiengesellschaften, in die ich investiert bin, dann ausgezahlt bekommen. Und das ist halt sozusagen seit 2013 dann mein Einkommen. Also erstmal großen Respekt. Also du bist ja eigentlich finanziell frei, wenn man das so hört. Du bist dein eigener Herr. Privatier ist ja auch so ein Begriff, der das beschreibt. Ja. Also ich denke, viele in der Community sehen dich natürlich auch als Vorbild, mich mit eingeschlossen, vor allem was das Thema Investments angeht. Also sehr, sehr
starke Leistung. Ich habe tatsächlich, also ich verfolge jetzt auch schon seit einiger Zeit immer wieder auf Insta, Graham, da bist du ja als Waikiki 58.000, nee, 58.000, 5.800 unterwegs. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, weil es mich 5.800, interessiert, ja. was ist da der, also was ist da so der Background? Also wieso Waikiki 5.800? Ja, das, ich sag mal, das ist eigentlich durch Zufall gekommen. Also ursprünglich war ja geplant, dass also zu dem Zeitpunkt, wo ich aufhörte zu arbeiten, auch meine Frau aufhörte zu arbeiten. Wir waren eben einfach finanziell in der Lage, weil wir eben weit über 30 Jahre praktisch eben Geld in Aktien investiert hatten und dann eben praktisch entsprechend über Dividenden verfügten, dass wir eben aufhören konnten. Und dann war natürlich geplant, jetzt arbeiten wir nicht mehr und dann reisen wir erstmal viel. Was wir dann auch, ich sag mal, nach 2013, 2014, 15, 16 auch gemacht haben. Und dann hat man natürlich immer wieder von schönen Reisezielen mal per WhatsApp Bilder an Freunde und Bekannte geschickt. Und dann saßt du dann da und hast dann, sage ich mal, ein wunderschönes Bild, was du vielleicht gerade irgendwo in Amerika oder Asien gemacht hast, an 30, 35 Freunde geschickt. Und das war natürlich immer ein bisschen Arbeit, weil du hattest keine WhatsApp-Gruppen, sondern du hast es eben an verschiedene Freunde, die untereinander, die mit uns befreundet waren, aber untereinander sich teilweise nicht kannten, immer geschickt. Bis mir dann eben irgendwann mal, ich glaube, es war eins unserer Götti-Kinder, also Patenkinder, sagt man da ja in Deutschland, gesagt hat, warum machst du nicht einen Instagram-Account? Ja, dann können wir alle, die sich für eure Irrsbilder interessieren, dir dann folgen und dann sehen wir halt gerade, wo ihr gerade in der Welt seid und was ihr dort eben Schönes erlebt. Und so habe ich angefangen und hatte eben anfangs, wenn man mal in meinem Instagram-Account ganz runterscrollt, sind so die ersten 10, 20 Bilder eigentlich auch Urlaubsbilder, die dann irgendwo auf der Welt aufgenommen wurden. Und dann habe ich irgendwann mal einen ersten Post im Urlaub gemacht, wo ich dann am Strand, glaube ich, auf den Cayman Islands sitze. Und da habe ich dann nur geschrieben, ach, ich habe heute eben auch ein paar Heinz-Kraft-Aktien, glaube ich, gekauft. Ja, so, das heißt, dann habe ich irgendwo mal einen Beitrag gemacht. Und dann wenige Wochen später bin ich eben in einem Lokal in Bonn von einer Studentin angesprochen worden, ja, die dann sagte, darf ich mal kurz fragen? Ich habe gehört, Sie sind Banker gewesen, Sie kennen sich mit Wertpapieren aus. Und ich habe mit meinen Eltern und mit meinem älteren Bruder mal gesprochen und die sagen immer nur, Mensch, Schwester oder Mensch, Kind, lass von Aktien bitte die Finger, das ist Teufelszeug, das ist Spekulation. So, und dann, dann habe ich gesagt, haben wir uns hingesetzt und haben wir einen Cappuccino miteinander getrunken. Und dann habe ich gemerkt, dass eben bei jungen Menschen, also Studenten oder jungen Menschen, die gerade ihre Berufsausbildung starten, dass da durchaus ein Interesse ist an Fragen zur Geldanlage in Wertpapieren, sei es ETFs oder eben Sparplänen in Aktien. Und da habe ich gesagt, okay, und Instagram ist ja ein Medium, damit erreichst du ja vor allen Dingen, ich sage mal, die Altersgruppe, sage ich mal, zwischen 16 und 35. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibst du halt mal hin und wieder über Börsenthemen und gibst mal so ein paar Ratschläge, die dir selbst eben auch weitergeholfen haben, als du damals Anfang 20 warst. Und so hat sich das dann praktisch seit 2018, 2019 entwickelt. Also so im Prinzip verselbstständigt und so per Selbstständig, ja. Zufall eigentlich Ja. das Ganze sich entwickelt. Sehr spannend, so diese Ja, Background-Story, man muss ja das. sagen, ist ja auch ganz gut so, denn ich sag mal, zum Reisen konnte man das Instagram-Account ja, also um Reiseberichte zu schicken, konnte man es ja durch Corona auch so gut wie gar nicht benutzen seit 2 Jahren, weil wir natürlich alle irgendwo ja, im Moment erleben, wo immer wir in Europa leben, dass das Reisen halt eben sehr umständlich ist und auch nicht allzu viel Spaß im Moment macht. Und ich glaube, viele wünschen sich ja und hoffen, dass sich das eben hoffentlich jetzt in 2022 etwas mehr normalisiert wieder das Leben. Also, ich habe letztens auch spannende Insta-Story von dir gesehen. Du kaufst ja, wie ich verstanden habe, vielleicht habe ich das auch missverstanden, aber immer am Ende des Jahres Gold, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Ja. du hast zumindest auch den letzten Post, den ich gesehen habe, da hast du auch wieder Gold nachgekauft. Und so wie ich Ja, verstanden habe, auch ja. in physischer Form, oder? Infusion. Also ich mache das nicht jedes Jahr, ich mache das meistens oder immer in Jahren, wo die Börse gut läuft. Also es ist ja so, es ist ja so, also Gold ist für mich jetzt erstmal nicht irgendwie eine
Anlage. Also ich sehe das jetzt nicht wie eine Aktie oder ich sage mal als zusätzliche Währung oder wie so eine Spekulation in Rohstoffen, wo man ja, ich sage mal, Gold, Öl oder Kupfer ja auch kaufen kann und damit spekulieren kann. Ich sehe das so als Versicherungsprämie. Ja? Und zwar sehe ich das für den Fall, den wir uns ja alle nicht wünschen, dass eben an den Finanzmärkten mal eine richtig große Katastrophe passiert. Ja, also nicht so ein Corona-Crash, wo es mal 30, 40% runtergeht, sondern ich sage mal wirklich, wo es dann, ich sage mal, im Worst Case heißt, ist der Euro jetzt noch zu retten? Oder also wirklich etwas Dramatisches passiert, dass eben nicht, wie wir es vielleicht jetzt aus Argentinien hören, dass eben der argentinische Peso seit 2, 3 Jahren oder 4 Jahren eigentlich vor dem Kollaps steht, sondern dass wirklich, oder wie jetzt, wenn wir mal in der Türkei sehen, ja, was da eben mittlerweile für eine galoppierende Inflation ist, ja, also ich sage mal, das ist für mich so eine Versicherungsprämie. Und ich sage immer so, zwischen 2,5 und 3% meines Depots ist in Gold. Und jetzt hat das Gold ja praktisch in diesem Jahr keine Performance, aber mein Aktiendepot ist ungefähr 25% höher als am Jahresanfang. Sondern das bedeutet ja, wenn du am Anfang des Jahres, sage ich mal, eben 2,5% deiner Assets in Gold hatte, jetzt geht das Depot um 25% hoch, aber und das Gold bleibt stehen oder geht vielleicht sogar 2, 3 Prozentpunkte runter, dann rutscht ja praktisch meine Gewichtung der Goldposition eben dann unter 2,5%. Ich sage mal dann vielleicht so Richtung 2%, 2,2%. So, und in solchen Jahren, wo das dann ist, kaufe ich dann Gold nach, um irgendwo wieder zwischen 2,5 und 3% Gewichtung zu legen. Ich sage mal, das ist für mich eine Versicherungsprämie. Ja, ich hab in diesem Post ja geschrieben, wenn ich jeder, der sich eine Immobilie kauft, versichert die ja auch gegen Feuer, und bezahlt dann eben eine Versicherungsprämie. Wünscht sich allerdings natürlich nicht, dass sein Eigenheim abbrennt. Ja? Aber für den Fall, dass das Eigenheim mal irgendwann abbrennt, ja, weil vielleicht ein Weihnachtsbaum dann Feuer fängt, was ja leider eben im Dezember oft mal und dann auch in der einen oder anderen Wohnung passiert und dann ein großer Schaden entsteht, ist man dann froh, dass man diese Versicherung hat. Und so ist das bei Gold für mich eigentlich auch zu sehen. Aber umgekehrt tust du nicht rebalancen. Also wenn es der Börse mega schlecht geht und dein Gold natürlich dann steigt dadurch, würdest du aber nicht verkaufen, sondern es ist nur, also Nein, du tust. nur in einer Extremsituation. Also sagen wir, wenn jetzt die Börsen, ich sag mal, in den nächsten Wochen 20% runtergehen, dann ist halt meine Goldgewichtung etwas höher. Also ich würde verkaufen, wenn die Börsen sich wirklich, sage ich mal, jetzt halbieren oder ich sag mal 60, 70, 80% verlieren, weil da muss man ja bedenken, wir sehen ja Gold, man hat immer gesagt, Gold ist ja ein Hedge gegen Inflation. Jetzt haben wir plötzlich weltweit Inflation und das Gold macht gar nichts. Also ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob Gold eben ein wirklicher Inflationshedge ist. Was ich mittlerweile gelernt habe aus den Krisen der letzten 30, 40 Jahre, dass Gold ein sehr guter Krisenhedge ist. Das hat man eben in der Finanzkrise und man hat das auch in der Eurokrise gesehen. Ja, da ist Gold dann eben massiv angestiegen. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Depot hat von 100% und da ist 3% Gold und das Depot rauscht jetzt praktisch von 100, ich sag mal, auf 40 runter und im gleichen Atemzug verdoppelt sich jetzt der Goldpreis, ja, dann hast du ja praktisch plötzlich in deinem Depot einen Goldanteil von ungefähr 15, 16%. Ja, so. Und dann würde ich wahrscheinlich in so einer Situation, jetzt musst du dir mal überlegen, wenn viele der heutigen Aktien vielleicht 60, 70, 80% billiger stehen, was du dann für Schnäppchen hast, ja, und parallel der Goldpreis vielleicht jetzt von 1700, knapp 1800 Dollar die Unze, sage ich mal, vielleicht auf 3600 oder 4000 Dollar hochgeht. Weil in so einer richtigen Krisensituation traue ich dem Gold das zu. Ja? Dann liegst du plötzlich zwischen 15 und 20% deiner ganzen Vermögenswerte in Gold. Und dann würde ich das Gold drastisch reduzieren und eben praktisch für das frei werdende Kapital dann, ich sag mal, wahrscheinlich extremst ausgebombte Aktien kaufen. Also das heißt, du würdest dann einfach umschichten, so gesehen. Und Ja, ja, du ja. nimmst halt Gold in diesem Kontext, wenn ich richtig verstanden, lieber das statt zum Beispiel Cash, weil, weil du Ja. könntest ja auch Cash haben, aber das Problem ist, wenn dann eine starke Inflation kommt oder ein Geld entwertet wird oder in irgendeiner Form, hast du natürlich dann ein Problem. Und bei Gold, wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du dieses Problem weniger, weil Dann das halt nicht. schon tried and true über die letzten, ich sage jetzt mal Ja. Jahrtausende von Menschen Ja. verwendet worden ist in irgendeiner Form oder als Währung. Ich habe das auch in der Praxis mit einem Kunden diskutiert, als wir 2010, 2011 diese Eurokrise hatten. Da rief mich ein Kunde aus Deutschland in Zürich an.
der, ich weiß nicht mehr, irgendwo zwischen 4 und 4,5 Millionen Euro in Aktien investiert hat. Und er rief mich an und sagte: Gucken Sie sich das doch mal an. Die Börse geht jetzt runter, wir haben die Euro-Krise und das Risiko, dass der Euro jetzt kollabiert, wird doch täglich größer. Und dann sagte er: Halten Sie es nicht jetzt für viel sinnvoller? Wir verkaufen alle Aktien und legen das Geld aufs Konto, bis dann die Krise vorbei ist und dann investieren wir wieder in Aktien. Und dann habe ich ihm gesagt: Ja, aber überlegen Sie mal, Sie rufen mich an, weil der Grund des Anrufes ist Ihr komplettes Misstrauen in den Euro. Und dann sagen Sie, wir lösen ein Depot von ungefähr 4,5 Millionen Euro auf, legen das Geld aufs Konto. Es wird natürlich dann sein, dass Sie dann eben, wenn die Aktien 40, 50% verlieren, natürlich diesen Kursverlust nicht haben. Das Problem ist nur, wenn Sie dann im Euro sind und dann kommt ein Währungsschnitt 1 zu 2 oder 1 zu 3, dann ist Ihr Geld unwiderruflich weg. Es ist ja so, wenn eine Währung dann in einen Währungsschnitt gerät, weil es nicht mehr anders geht, weil die Schulden zu hoch sind, ja, dann bedeutet das, ich hatte gestern noch 1.000 Euro auf dem Konto. Und am nächsten Tag habe ich unwiderruflich 500 Euro auf dem Konto. Das war doch Und das D-Mark zu ist, Euro, oder? ja, so. Und das ist eben bei Aktien sicherlich auch der Fall, wenn dann eben, ich sag mal, in dem Fall, wenn der Euro wirklich zusammenbrechen würde, ja, dann würden auch europäische Aktien wahrscheinlich sich halbieren, ja. Nur das Problem ist, oder das Gute ist, das sind Sachwerte. Und während bei einem Währungsschnitt 1 zu 2 unwiderruflich dein Geld weg ist, ja, können sich Aktien, wenn sie sich dann halbiert haben, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren vielleicht wieder auf ihren Ursprungswert von 100 erholen, weil es eben Sachwerte sind. Ja, so und da kam eben die Idee, also es ist ja eine heikle Situation. Ja, man sieht die Gefahr, dass Aktien kräftig fallen können. Verkauft also im Prinzip seine Aktien, legt sie in irgendeine Währung an, die dann möglichen hohen Inflationsrisiken ausgesetzt ist. Ja? Und ich meine, 5, 6, 7% Inflation, wie wir es jetzt, ich sag mal, in Amerika und in Deutschland sehen, ist nicht schön, aber es ist ja noch ertragreich. Aber es gibt ja auch Inflationsraten von, ich sag mal, 20, 30, 40%. Ja? Ich habe das Mitte der 90er Jahre mal in Brasilien erlebt. Ja? Wenn du da zu einem geschäftlichen Kundentermin morgens mit dem Taxi gefahren bist, ja, dann hatten die gar kein Taximeter mehr, sondern hatten morgens Preislisten für die Fahrt. Ja? Und wenn du dann, ich sag mal, 4 Stunden später für die Rückfahrt schon 30% mehr bezahlen musstest, weil der Taxifahrer mittlerweile eine neue Preisliste hatte, weil die Inflation praktisch das Fahren schon wieder 30% teurer innerhalb, sage ich mal, von 4, 5 Stunden gemacht hatte. Krass, also Ja. das sind Dinge, die kann man sich teilweise, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja noch relativ jung, ich habe auch noch nicht Ja. so viel an der Börse erlebt, ich bin da ja Ja. erst 2015 dazugekommen, das ist jetzt 7 Jahre her ungefähr. Also wir haben jetzt hier auch in der Community sehr spannende Frage, ich meine für dich, du bist ja jetzt schon, du bist wahrscheinlich länger an der Börse, als ich auf der Welt bin, ich bin 1996 geboren. Was war denn so für dich dein turbulentestes Jahr oder wo du auch sagst, hast du am meisten gelernt vielleicht auch oder Erfahrungen gemacht, wo du sagst, hey, das sind unbezahlbare Erfahrungen, die du gemacht hast, auch wenn es vielleicht viele Verluste gewesen sind oder Buchverluste gewesen sind. Also, was war da so dein Jahr, wo du sagst, wow, das war krass? Also du sagst es vollkommen richtig, eben, man muss ganz krass unterscheiden an der Börse zwischen Verlust und Buchverlusten. Ja? Wenn eine Aktie von 100 auf 50 geht, dann habe ich ja noch nichts verloren. Ich habe verloren, wenn ich verkaufe. Und ich glaube, die heftigste Phase, die ich erlebt habe, war sicherlich eben die Finanzkrise 2007, 2008. Einmal, weil es natürlich eben eine heftige Börsenkorrektur war. Also alle Börsen haben sich ja mehr als halbiert. Und als Banker warst du natürlich auch mitten im Tsunami. Man muss ja mal bedenken, als Lehman dann im September 19, als Lehman war ja sozusagen der Auslöser. Als Lehman zusammengebrochen war, Mitte September 2008, fokussierte sich relativ schnell die Welt auf drei ganz große Bankinstitute, die jetzt am stärksten im Feuer stehen. Das war eben im Prinzip in Amerika war das Merrill Lynch, das war die Citigroup und in der Schweiz war das die UBS. Die UBS war ja, was viele heute nicht wissen, die war ja eben in der Zeit so von 1999 bis 2006
zur weltweit größten Bank aufgestiegen. Also es war die einzige Nicht-US-Bank, die es in diesem Zeitraum geschafft hatte, von der Größe und auch vom Ertrag diesen Giganten wie JP Morgan, Citigroup oder Goldman Sachs Konkurrenz und Paroli zu bieten. So, also da hat ein Management-Team eben hervorragende Arbeit gemacht. Man muss ja auch bedenken, die UBS galt damals als extrem solide. Das war die sicherste Sparkasse der Welt. Das heißt, die konnte sich auch fantastisch refinanzieren. Aber das Risiko war eben, man hat eben mit dieser enormen Wachstumsstrategie, und das ist dann eben nach 2007 bewusst geworden, Risiken eingegangen. Und deswegen hieß es plötzlich, nachdem Lehman zusammengebracht wird, es gibt jetzt weltweit eben diese drei Banken, die eben im Prinzip das Kartenhaus zum Einsturz bringen könnten. Was dann ja, ich sag mal, für alle eine fatale Katastrophe gewesen wäre. So, Merrill Lynch wurde dann ja im Prinzip von der Bank of America übernommen. Die Citigroup wurde dann eben mit Hunderten von Milliarden vom amerikanischen Staat gerettet. Und auch die UBS musste ja dann im Oktober 2008 mit ungefähr 60 Milliarden Franken vor der Pleite eben wirklich gerettet werden, sonst wären die Lichter ausgegangen. Nicht nur bei der UBS, also ich sage mal, wenn dann einen Monat später, nachdem Lehman zusammengebrochen ist, Mitte September, Mitte Oktober die UBS zusammengebrochen wären, dann hätten wir heute eine andere Welt. Ja. Ja, also, und das ist eben, da saß man eben in diesem Tsunami drin, ja, und hat das eben erlebt. Man hatte eben hypernervöse Kunden. Also also ein Kollege von mir hatte einen Kunden, der angerufen hatte, der Gott schon, der schon 40 Jahre bei der UBS war. Und der sagte, das ist eigentlich meine Bank. Und er hatte ungefähr zwischen 40 und 50 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto, ja. Und er hat gesagt, ich will euch nicht verlassen, aber wenn morgen die Bank zusammenbricht, ist mein Geld weg. Ja? Das heißt, er hat ein größeres Schließfach angemietet, kam dann vorbei und sagte dann zu seinem Kundenberater, wir nehmen heute das ganze Geld vom Konto, ich will das in bar ausgezahlt haben. Damit fahren wir dann zu euch am Paradeplatz unten in den Tresor und dann lege ich das ganze Geld eben praktisch in den Tresor und wenn die Finanzkrise vorbei ist, dann nehme ich das Geld wieder raus aus meinem Tresor und zahle es bei euch wieder auf dem Konto ein. Also, Ja, das sind Gespräche, die man geführt hat damals, wo ich nie gedacht hätte, diese Gespräche führst du noch mal mit Kunden. ich finde das jetzt mega krass. Also, das zeigt halt dann auch so, dass auch Leute, die wirklich sehr vermögend, also da wirklich auch Angst gehabt haben, also dass es auch weg Ja, ist. Ich meine, 40, Ja, 50 Millionen, das ist ja, also das sind riesige Summen. Ja, und das Ja, ist, er ist ja dann wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich diese Gedanken macht, sondern ich Ja, denke, ja, viele vermögende Leute denken sich ja dann auch dasselbe und machen oder versuchen das. Es ist Ja, absolut verrückt. Also, also ich finde es immer mega spannend. Also, ich meine, ich war damals eh noch viel zu jung. Ich war damals noch in der Schule, aber wow, das ist halt schon heftig. Wie bist du aber damit umgegangen? Also mit deinem Portfolio oder was hast du da speziell gemacht? Oder hast du auch nachgekauft einfach ich habe kräftig? Oder wie war das bei dir, für dich persönlich? ja. Also das Wichtigste, glaube ich, was man in so einer Situation machen kann, nichts verkaufen. Ja, weil, und wir sehen ja, die Börsen erholen sich nach jedem, selbst nach dem größten Crash, 50, 60, 70%, sie erholen sich wieder. So. Aber das braucht natürlich dann sehr viel Mut, dann eben, wenn man solche Ausverkaufskurse hat, natürlich auch mutig zuzukaufen. Ja, weil am Ende muss man sagen, die Kurse von Ende 2008 und 2009, ja, das waren Kurse, da habe ich mal gesagt, die wird es auf Jahrzehnte oder historisch nie mehr wiedergeben. Ja. Also, ich meine, alleine wenn man mal schaut, und da schütteln viele junge Anleger erstmal mit dem Kopf, weil wenn die hören, großer Crash, Halbierung des Vermögens, ja, dann sagen die, oh Gott, da wird ja die ganze Sparleistung zunichte gemacht. Und ich sage dann immer im Gegenzug, ich bin heute sehr dankbar, dass es diese Finanzkrise gab, weil dadurch konnten meine Frau und ich von unserer finanziellen Lebensplanung 2 bis 3 Jahre früher in Rente gehen, weil eben dank dieser Finanzkrise wir praktisch Aktien kaufen konnten von Unternehmen zu Preisen, wo wir ein paar Wochen vorher niemals geträumt davon hätten, dass man solche Aktien zu solchen Kursen überhaupt kaufen kann.
Ja, das wäre genauso, als wenn ich heute im Prinzip sagen würde, ich meine, so eine Lieblingsaktie von euch allen, Apple hier in der Community, stellt euch mal vor, es ist ein erstklassiges Unternehmen, der Kurs ist irrsinnig gestiegen, ein bisschen teuer ist die Aktie jetzt. Wenn ich euch sagen würde, stellt euch mal vor, was würdet ihr machen, wenn ihr morgen für $35 eine Apple-Aktie kaufen könntet? Ja? Ja, wenn, das heißt, du planst halt, dass du, sage ich mal, vielleicht 100 Apple-Aktien kaufen willst, weil dann weißt du, Gott, 100 Apple-Aktien kosten ja jetzt $15.000 im Moment bei einem Kurs von, ich sage mal, irgendwo über 150, $160. Und plötzlich kannst du dir für $15.000 praktisch nicht nur 100, sondern sogar 400 Apple vom selben Unternehmen kaufen, nur weil der Aktienkurs mal eben 70% einbricht. Also, das sind dann die Ja. Schnäppchen, die Also, man halt macht. Ja, also. wenn heute einer sah, wenn ich heute eine Prognose hier machen würde, Apple rutscht nächstes Jahr auf $30, ja, dann würden die meisten jetzt eben sagen, okay, lass uns den YouTube jetzt mal live beenden, den müssen wir mal schnell ins Krankenhaus fahren, den Helmut, ja. Also es ist ja auch extremst unwahrscheinlich, aber was ich eben auch gelernt habe mit der Finanzkrise oder auch der New Economy Bubble, dass eben man nie was ausschließen darf. So, deswegen habe ich als Versicherungsprämie, wo wir vorher drüber gesprochen hatten, auch das Gold. Ich wünsche mir keinen Crash von 60, 70, 80% an den Börsen und ich sehe auch keinen. Auch wenn, weil mich natürlich, als ich das gepostet hatte vor ein paar Tagen, viele auch angeschrieben haben, erwartest du denn so einen Crash von 60 bis 80%? Also der ist meilenweit weg, trotz aller Probleme, die wir jetzt haben. Aber, und das ist eben an der Börse ganz, ganz, ganz wichtig, du darfst nie etwas ausschließen. Also Börsen können extremst überreagieren, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ja, also eine Aktie zum Beispiel, also eine Aktie, die schon hoffnungslos überbewertet ist, kann sich trotzdem nochmal verdoppeln. Genauso wie eine Aktie, die eigentlich schon hoffnungslos unterbewertet ist, ja, sich vielleicht auch nochmal halbieren kann, obwohl sie vielleicht schon 70% verloren hat. Ja, Also also ausschließen darf man nichts. auch lieber Ja, einfach und das ist. vorbereitet sein. Also du bist einfach lieber vorbereitet, als dass du dann ohne Schirm im Regen stehst und dann passiert es halt. Aber wenn man vorbereitet ist, so wie du das jetzt sagst, verzichtet man in diesem Kontext vielleicht ein bisschen auf Rendite, weil du halt diese 2,5% Gold hast, aber im Ernstfall hast halt immer noch so diesen Regenschirm im Prinzip und kannst dann halt dann auch agieren, wenn es dann eintreffen sollte. Und das meinst du eben mit dieser Versicherungsprämie, die du zahlst, weil du auf Rendite verzichtest, oder? Cool. Denn wie gesagt, eins habe ich eben nicht nur einmal, sondern mehrfach schon in meinem Börsenleben erlebt. Also in meinem Depot gibt es nicht nur eine, sondern eine Handvoll Aktien. Ja, man muss mal wirklich sagen, mit denen habe ich teilweise 70% im Minus gestanden, nachdem ich sie gekauft habe. Und das sind Aktien, die stehen heute, sage ich mal, 1000% im Plus. Krass. Obwohl ich vorher mit diesen Aktien, ich sag mal, ja, brutals baden gegangen bin. Ja. So, man darf heute an der Börse im Prinzip oder kann eben gewisse Dinge, also auch wenn eine Aktie absolut ausgebombt ist, hast du nie eine Garantie, dass sie dann nochmal richtig eins, ich sag mal, auf die Nase bekommt und nochmal drastisch tiefer steht. Aber solange es ein gutes Unternehmen ist, ja, muss man dann den Mut aufbringen, eben zu investieren. Der Mut ist dann hier sehr wichtig, weil was war denn dann im Januar 2009, Januar, Februar 2009, als die Börsen so tief standen? Ja, dann sind natürlich plötzlich die Zeitungs- und Fernsehnachrichten ganz andere. Da heißt es nicht Apple auf neuem Rekordniveau oder Facebook hat sich gerade verdoppelt oder Amazon und das sind jetzt Trillionen, also die astronomische Bewertungen erreicht haben, ja. Und ein Höhenflug nach dem anderen die letzten 4, 5 Jahre erlebt haben, dann schlägst du die Zeitung auf und dann heißt es nach der Krise, also ich kann mich noch erinnern, so Ende Januar habe ich eine große deutsche Wirtschaftskrise auf Zeitung aufgeschlagen, da stand, nach der Krise kommt jetzt der Kollaps. Ja, also sozusagen das Ende wird eingeläutet, ja. So, und dann liest du da eben Stories, dass sich die Börsen jetzt eben nochmal halbieren, dass es eben, da stand dann rum, es wird Nahrungsmittelknappheit in China geben, es wird 60 Millionen Hungertote wegen dieser Finanzkrise in China geben, in Amerika werden soziale Unruhen in den Straßen aus und ein renommierter Schweizer Vermögensverwalter gab den Rat,
dass eben im Prinzip jeder Kunde zu Hause irgendwo einen Vorrat für anderthalb Jahre gute Medikamente einlagern solle, weil es keine Medikamente mehr geben würde. Ja. Also für die Fälle, dass man mal eben Schnupfen, Erkältung, Fieber und alles, was man so eben braucht oder wenn man eben ernstere Krankheiten hat, wie Bluthochdruck oder hohe Cholesterinwerte, dass man eben auch mal für 12 bis 18 Monate Tabletten einbunkert, weil das alles nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ja, so, und da schlägst du die Zeitung auf und dann fragst du dich, und in dem Umfeld soll ich jetzt Aktien kaufen? Das ist, glaube ich, aber auch dann der beste gerade, Moment, oder? Aber gerade in dem Moment lohnt es sich. Ja? Also heute im Nachhinein wissen wir immer, wo die Tiefskurse sind. Heute wissen wir, die Tiefskurse haben wir in der ersten Märzwoche 2009 gesehen. Ja? So, und in dieser ersten Märzwoche 2009 war ich mit meiner Frau eine Woche in Amerika, in Florida im Urlaub. So, und damals gab es ja diese Smartphones noch nicht so breit und da hat man noch vieles dann telefonisch gemacht. Und dann habe ich morgens um 8 vor dem Frühstück, so 8:30, 9 vor dem Frühstück, immer von Florida mit meinem Banker in Deutschland gesprochen und habe dann irgendwas in New York gekauft, wo ja dann um 9.30 Uhr nach New Yorker Zeit, 15.30 Uhr europäischer Zeit die Börsen eröffnen und habe dann da in dieser Woche praktisch, ich sag mal, am Dienstag Caterpillar, am Mittwoch dann, was weiß ich, Dow Chemical gekauft. Und dann habe ich unter anderem auch Citibank gekauft. So, Citibank war im Prinzip alleine in den letzten 3 Börsentagen nochmal 25-30% runtergegangen in 3 Börsentagen. Ja, kam und war plötzlich nur noch bei $10. Ja, und am Freitag nach Börsenschluss in dieser Woche. Und Citibank war ja eben eine dieser 3 Banken. Die UBS war mittlerweile gerettet. Merrill Lynch war auch gelöst, das Problem, weil das hatte die Bank of America übernommen. So, aber die Citibank, die hat dann nochmal gerade Ende Februar, Anfang März die Börsen massiv runtergezogen, weil man dachte, da reicht das Kapital trotz viel, viel Geld, was die Regierung da reingesteckt hätte. Es reicht nicht, weil dieses TARP-Programm, was man damals verabschiedet hat, das reicht nicht. Das ist für die Citibank nicht genug. So, und an diesem ersten Freitag dann im Monat hat nach Börsenschluss der CEO der Citigroup damals an alle Mitarbeiter eine sehr überraschende Mail geschrieben, dass die Citibank wahrscheinlich mit Abschluss des ersten Quartals, was dann ja 3 Wochen später, Ende März, ist, wieder einen Gewinn erwirtschaften würde. So, und am Montag darauf, zur Börseneröffnung, stieg die Citigroup-Aktie über 40%. Und heute wissen wir, mit dieser Mail wurde die Finanzkrise beendet, weil der letzte große Wackelkandidat, die Citigroup, war auch gerettet. Aber das weiß man immer erst im Nachhinein. Das weiß man im Nachhinein, ja. Aber vielleicht mal ein gutes Beispiel, wenn man eben diesen absoluten Mut hat. Und ich habe eben dafür $10.30, $10.40 Citigroup an diesem Tag gekauft. Jetzt müssen wir gucken, die Aktie steht heute, 11 Jahre später, steht die bei $60. Ja, steht die bei $60. Um einiges höher, aber jetzt muss man mal überlegen, sie ist ja praktisch an dem Tag danach praktisch um über 40% gestiegen. Ja? Also, und wenn man dann mal guckt, also ein Großteil dieser Performance hat die Citigroup in wenigen Wochen nach diesen Tiefkursen gemacht. Und es lohnt sich dann eben auch, wenn man in solchen Situationen, und da gehört halt einfach massiv Mut dazu, dann einfach sagt, da muss man wirklich sagen, Augen zu und durch, weil die Welt geht nicht unter. Ja. Weil das wird sie nie machen. Sie kann vorübergehend extreme Turbulenzen entwickeln und reißt diese Börsen in Turbulenzen eben mit. Aber am Ende wird die Welt nicht untergehen. Und das war für mich zum Beispiel in dieser Finanzkrise Anfang Dezember schon klar. Auch wenn es dann im Januar und Februar bis Anfang März nochmal kräftig zur Sache ging. Aber für mich war im Dezember, so Anfang, Mitte Dezember, eigentlich eine Message, die ganz klar war, diese Finanzkrise werden wir überleben, weil der damalige US-Notenbankpräsident hatte eben im Prinzip gesagt, okay, wir werden das schaffen. Es wird wieder Inflation und es wird wieder Wachstum geben. Und dann hat er gesagt, weil die Zinsen waren ja damals drastisch in den Keller gefallen, und dann hat er eben gesagt, und es ist eben so, weil wir haben so viele Möglichkeiten, ja, dass das Schiff gar nicht saufen kann. Das war ähnlich wie 2012 in der Euro-Krise. Ja, die Euro-Krise, wissen wir heute auch, war an dem Tag beendet, wo damals Draghi gesagt hat, whatever it takes. Mhm.
was immer man braucht, wir werden den Euro retten. Ja, also das heißt, so ein Commitment von Leuten, dieses Commitment, was der Draghi 2012 in puncto Euro abgegeben hat, ja, und wenn ihr euch mal die Charts anguckt, ab 2012 sind die Börsen weltweit drastisch nach oben gegangen. Und ich sage mal, es wurde eigentlich die Rallye geboren, die dann eben bis zu Ausbruch von Corona praktisch 8 Jahre gedauert hat. Praktisch in dieser ersten Woche im März 2009 mit dieser Mail des CEO von der Citigroup und ein paar Wochen vorher mit der Zusicherung eben der US-Notenbank, dass man alles tun würde, dass die Wirtschaft wird wieder wachsen. Und das ist ja das, was wir als Unternehmensinvestoren in Aktien brauchen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, das eben unsere Unternehmen praktisch steigende Umsätze und steigende Erträge generieren können. Du hast vorhin auch noch den Euro erwähnt. Ich meine, also ich bin ja hier aus der Schweiz, ich bin hier auch geboren. Ich mag mich 2015, war das, wenn ich mich recht erinnere, auch sehr stark daran erinnern, als die SMB den Mindestkurs aufgehoben hat. Da ist ja der Euro auch mal innerhalb von einem Tag einfach auf unter 1 Franken gesackt. Und auch mittlerweile kriege ich immer mehr Nachrichten, so hey, Thomas, macht es Sinn? Ich habe Euro, aber macht es Sinn, vielleicht auch ein bisschen Schweizer Franken ins Portfolio zu nehmen? Ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig, weil ich meine, ich lebe in Franken. Für mich ist logisch, dass Franken für mich auch die Währung ist, die sehr relevant ist für mein Leben. Aber wie siehst du das? Also wenn man im Euro-Raum lebt, mit Euro auch seinen Lebensunterhalt verdient zum Beispiel und den Schweizer Franken anschaut, wie ist da deine Meinung dazu? Ich meine, du bist auch 17 Jahre hier in der Schweiz gewesen, hast hier gelebt, darum hast du da sicherlich auch ich denke mal, eine gute Ansicht, weil du beide Seiten gut kennst. Ja, der Schweizer Franken, also man muss ja generell sagen, jede Währung verliert an Wert. Mhm. Es gibt keine Währung auf dieser Welt, weil in jedem Land hast du Inflation. Ja. Auch die Schweizer Währung. Ich hatte mal in einer Statistik geguckt, die Schweizer Währung, der Wert des Schweizer Frankens hat in den letzten 120 Jahren um fast 96% verloren. Mhm. Also ich sag mal, 100 Schweizer Franken im Jahr 1900, ja, sind heute praktisch nur noch 4% des Ursprungswert wert. Also so würde man sagen, oh Gott, das ist der Schweizer Franken ist ja ein Desaster-Investment. Nein, es ist noch eine der stabilsten Währungen, weil eben die deutsche Währung oder auch ein US-Dollar, die Weltleitwährung, hat seitdem mehr als 96% verloren. Mhm. Ja? Also jede Währung verliert und je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr verliert sie. Aber der Schweizer Franken gehört zu den ganz wenigen Währungen, die zu denen gehören, die am wenigsten verlieren. Mhm. Und deswegen glaube ich, macht es Sinn, also jetzt nicht am Anfang, wenn du sparst, weil ich sag mal, wenn man jetzt deutschen Anlegern empfiehlt, richtet euch Währungskonten ein, legt euch ein bisschen Geld in Schweizer Franken zurück, dann muss man ja auch bedenken, man begibt sich auf das Feld des Devisenhandels und da fallen ja auch wieder Kosten an. Wenn ich Währungen hin und her tausche. Aber je größer ein Depot im Laufe des Lebens wird und die Vermögenswerte eines Depotinhabers ansteigen, desto mehr macht es dann Sinn, später mal vielleicht darüber nachzudenken, ich sag mal, zumindest ein US-Dollar-Konto und ein Schweizer Franken-Konto. Weil, also, was mir auch teilweise aufgefallen ist, ich arbeite ja auch mit vielen Leuten einfach online zusammen, auch Freelancern, und ich meine, das muss ja dann nicht jemand sein aus der Schweiz. Und da gab es jetzt auch schon einige Leute, die sich überlegt haben, jetzt zum Beispiel das Gehalt, was sie beziehen durch meine Arbeit, einfach in Franken zu bekommen, statt zum Beispiel in Euro. Ja. Da spare ich mir die Wechselgebühr, sie haben dann direkt die Franken und auf einer gewissen Art und Weise habe ich manchmal schon das Gefühl, es macht Sinn, weil ich kenne auch viele Grenzgänger und die haben zwar keine Lohnerhöhung bekommen, haben aber trotzdem eine Lohnerhöhung, weil der Franken einfach gegenüber dem Euro stärker ist und sie halt in Euro leben, ihre Hypothek in Euro abbezahlen. Und dieser Trend, sage ich jetzt mal, die letzten 10 Jahre zumindest doch schon jetzt zumindest auf den Euro und Franken eindeutig gewesen. Das finde ich sehr spannend. Also klar gibt es da keine absolute Lösung, aber es sind halt solche Dinge, die ich halt beobachte und durchaus spannend finde. Also es ist ja einfach so, weil eben die finanziellen Rahmendaten in der Schweiz einfach deutlich besser sind als in Deutschland. Ja, also der Arbeitsmarkt ist stabiler. Die Verschuldung in der Schweiz ist sehr viel geringer. Also mein Deutschland ist jetzt auch durch die Corona-Pandemie sehr hoch verschuldet. Auch die Schweiz hat mehr Schulden aufgenommen. Aber die gesamte Staatsverschuldung der Schweiz ist ja viel, viel geringer
als eben die Verschuldung eben Deutschlands. Und in Deutschland kommt ja jetzt diese Diskussion auf, da man ja jetzt die Euro-Schulden doch so ein bisschen verallgemeinert, ja, dass man ja jetzt eben auch für aus deutscher Sicht eben teilweise für Schulden gerade stehen muss in Ländern, die jetzt eben wie Italien noch höher als die Bundesrepublik verschuldet sind. Also da ist natürlich die Schweiz in einer etwas komfortableren Lage. Und deswegen ist natürlich der Schweizer Franken einfach stärker gegenüber dem Euro. Ich habe jetzt sonst noch auch noch allgemein noch mal eine andere Frage. Ich meine, du hast ja vorhin erwähnt, ihr lebt jetzt auch viel natürlich von Dividenden unter anderem. Ich sehe auch immer mal wieder deine Posts und Reports. Das ist schon immer ganz motivierend. Ich beschäftige mich aktuell mit tatsächlich Optionen, insbesondere Covered Calls, also nicht mit Leverage oder Cash Secured Puts statt einer Limit Order. Was hältst du davon oder praktizierst du das ebenfalls oder hast du da irgendwie auch Gründe, wieso du das dann nicht praktizierst, falls du es nicht tust? Ich mache es hin und wieder, ich mache es nicht regelmäßig. Also es ist ja so, wenn du jetzt einen Call verkaufst, dann bist du ja der Verkäufer und nicht der Käufer. So, und dann bist du schon mal auf einer relativ sicheren Seite, weil die Statistiken zeigen uns ja, dass 80% aller Kaufoptionen verfallen. So, das heißt, da ist der Käufer der Option in einer schwierigen Situation. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt, ich kann ja eine Option kaufen und dann spekuliere ich natürlich auf eine Aktie, wenn ich die Option einer Aktie kaufe mit einem großen Hebel. Das heißt, wenn die Richtung stimmt meiner Spekulation, kann ich natürlich mit dem Kauf einer Call-Option, sage ich mal auf Siemens, sehr viel mehr Geld verdienen als mit dem Kauf der Siemens-Aktie. Ich habe halt eben diesen ganz brutalen Gegner, den Faktor Zeit. Der läuft ab unwiderruflich. Ja. Und ich kann heute eine Call-Option auf Siemens kaufen und stelle 12 Monate später fest, ich habe ja sogar richtig gelegen, denn die Siemens-Aktie hat, sage ich mal, 50% zugelegt. Aber praktisch 2 Tage, bevor sie eben zugelegt hat, ist mein Call ausgelaufen und mein Geld ist weg. Ja. Also so, bist du jetzt der Verkäufer, also dass du einen Bestand von Siemens-Aktien im Depot dass du da ein Covered Call drauflegst, ja, dann hast du natürlich eine zusätzliche Einnahme neben der Dividende. Aber so ein Covered Call-Geschäft lohnt sich natürlich dann, wenn die Börsen sehr hoch stehen. Ja, weil dann ist, weil du willst ja im Prinzip sehr häufig wollen ja die Verkäufer von Calls ihre Aktien nicht verlieren. Sie wollen eigentlich auf diese Aktienposition eine zusätzliche Rendite generieren. Das heißt, wenn sich, sage ich mal, morgen der DAX von 15.000 Punkten jetzt auf 8.000 Punkte fast halbiert und eine Siemens, sage ich mal, geht auch von 150 jetzt, sage ich mal, auf 80 Euro runter, dann wäre dann bei 80 Euro sicherlich nicht der günstigste Zeitpunkt, jetzt einen Call zu verkaufen. Ich sage mal auf Basis 90, weil wenn die Börse sich dann sehr erholt, kann das sehr schnell gehen und dann ist meine Siemens-Aktie weg. Aber wenn eine Siemens, ich sage mal, wie jetzt bei über 150 Euro in den letzten Wochen, ja, ich sage mal so am All-Time-High steht und ja auch durchaus mal Korrekturen möglich sind, ja, dann kann man mit Covered Calls seine laufende Rendite im Depot, ich sage mal, ganz, ganz annehmlich nach oben bringen. Und wenn dann doch mal die Aktie abgerufen wird, ja, dann ist sie ja dann noch teurer. Und dann ist ja auch durchaus die Chance gegeben, dass diese Aktie irgendwann mal wieder zurückkommt. Ja. Aber also ich mache das hin und wieder, aber nicht regelmäßig, aber hin und wieder. Wenn ich jetzt wirklich irgendwo sehe, du hast eine Aktie im Depot, die ist kräftig überbewertet, die ist irre gut gelaufen, ja, weil ich sage, jetzt hältst du einfach mal 3 Monate still, nur 2, 3 Monate still, verkaufst einen Call drauf. Und kassierst eben einfach deine Prämie als zusätzliche Liquidität. Ja, sehr spannend. Also das finde ich auch wirklich mega, mega spannendes Thema. Ich habe mich erst kürzlich damit beschäftigt. Aber auch du bestätigst mir jetzt genau das, was ich auch recherchiert habe. Und da versuche ich mich tatsächlich auch eben diesen zusätzlichen Cashflow zur Dividende. Ja. Und im Idealfall will man natürlich nicht, dass sie ausgebucht wird, sondern dass sie ja wertlos verfällt, die Option. Dass sie wertlos und verfällt. Und das tun sie ja statistischerweise eben in 80% der Fälle. 80%, ja. Also das heißt, du bist hier eben auf einer relativ sicheren Seite, was ich jetzt natürlich nicht empfehlen würde. Das ist dann wiederum Spekulation.
einen, du sagtest ja eben Covered Call, man kann einen Call ja auch ungedeckt verkaufen, ja, aber das kann natürlich immens teuer werden, ja. Im Zweifelsfalle kann dich das finanziell ruinieren, und das wäre für mich ein No-Go, ja. Also Es ist ja ich meine, beim Kauf unendliches eines, Verlustpotenzial. das ist ein, ja, beim Kauf, ich sag mal, wenn ich jetzt 5.000 Euro oder 5.000 Franken in den Kauf eines Calls investiere, ist mein maximales Risiko diese 5.000 Franken oder 5.000 Euro. Wenn ich diese Prämie jetzt erhalte, dann habe ich diese Prämie als Verkäufer des Calls und dann ist mein einziges Risiko in Anführungszeichen, dass ab einem gewissen Punkt ich, sage ich mal, nicht mehr an den zukünftigen Gewinnen partizipiere und meine Aktie eben dann irgendwann zu diesem Call-Basispreis abgerufen wird. Ja? Das heißt, dann kann mir passieren, wenn ich eine Siemens für, sage ich mal, 100 Euro gekauft habe, ich schreibe jetzt einen Call drauf bei 160, ja, und dann geht die Siemens-Aktie, sage ich mal, auf 170, dann wird der Kontrahent die bei mir sich für 160 Euro liefern lassen. Das heißt, dann habe ich nochmal diese 10 Euro Gewinn auf den heutigen Kurs, habe meine Prämie eingenommen, aber die Aktie ist dann weg. Das heißt, da schneide ich mir eben, ich sage mal, einen potenziellen Zusatzgewinn einfach während der Laufzeit der Option ab, aber da kann ich nichts verlieren. So bei einem ungedeckten Covered Call, wenn diese Siemens-Aktie jetzt aufgrund einer bombastischen Nachricht, sage ich jetzt mal plötzlich dann, ich sage mal, 30, 40, 50% zulegt, dann muss ich ja praktisch dem Kontrahenten diese Aktie andienen. Sprich, ich muss sie mir im Zweifelsfalle an der Börse dann zu astronomisch hohen Preisen besorgen. Und wenn ich dieses Geld nicht habe, bin ich pleite. Ja, absolut. Dann kommt der Ja. sogenannte Margin Call, respektive. Da hat Ja, man sich naja. verzockt, verspekuliert. Ja, Vielleicht noch ein paar Worte zu Cash Secured Puts, weil, also mir leuchtet zum Beispiel, also ich mache immer Limit Order, also ich mache nie Market Order und darum habe ich mir halt gedacht, Cash Secured Puts sind ja eigentlich eine richtig gute Option, um eben dann die Aktie eingebucht zu bekommen, weil ich kann mir einen Limitpreis setzen, einen Strikepreis, so für das bin ich bereit zu zahlen und auch wenn es drunter fällt, es war für mich ja okay, weil das war ja mein Limitpreis, wo naja, ich naja, einsteigen würde und naja. bis das ausgeführt wird, ob das eine Woche dauert oder halt je nachdem 2 Monate dauert, ich habe ja bis dort Ja. dann auch jeweils die Prämie einkassiert. Das Die heißt, Prämie, ja. das recoupt mir dann auch einen Teil der Transaktionskosten, wenn ich welche habe, plus Ja, vielleicht dann sogar schon ja. immediately auch nochmal ein Stückchen Ja. Cashflow zurück. Also wie siehst du das? Hast du das auch schon gemacht in Vergangenheit? Ja, das habe ich auch schon mal. Du kannst eigentlich nicht viel verlieren. Also sagen wir mal so, eine Siemens-Aktie steht jetzt, sage ich mal, bei 155 und du sagst, okay, bei 150 würde ich sie gerne kaufen. Und dann verkaufst du eben einen Put auf Basis 150. Ich sag mal, kriegst vielleicht dann noch 4, 5 Euro Prämie. Das heißt, im Zweifelsfalle, wenn die Aktie jetzt, sage ich mal, von 155 auf 151 nur fällt, ja, dann hast du halt die Prämie und die Aktie wird dir nicht, und die Aktie musst du dann eben sozusagen nicht nehmen. So, hier ist es so, wenn es jetzt zu einem kräftigen Crash kommt und die Siemens-Aktie fällt plötzlich eben, sage ich mal, auf 120, dann musst du sie trotzdem für 150 nehmen. Aber du wolltest sie ja ohnehin für 150 kaufen und hast sogar noch eine Prämie. So, läuft die Siemens-Aktie jetzt weiter nach oben, 155, 160, 170, dann hast du zwar die Aktie nicht, aber du wolltest sie ja auch nicht bei 155 kaufen, sondern bei 150. Aber du hast dann eben, ich sag mal, immerhin eine schöne Prämie von ein paar Euro die Aktie kassiert. Ja, also das ist auch so ein Vehikel, wenn sich eine Aktie deinem Zielkorridor nähert, dass du sagst, naja, so bei 150, da würde ich sie gerne kaufen. Also mache ich jetzt mal einen Put auf der Basis 150, verkaufe ich den für 2, 3 Monate, halte da eben still. Und wenn das dann aufgeht, dann kriege ich sie eben sogar für 145 inklusive der Prämie. Sehr cool. Und vielleicht hat man ja auch mehrere Prämien kassiert, weil man vielleicht einfach Ja. eine Option, die einen Ja. Monat erhält und dann ist es nicht eingebucht worden, Prämie Naja. kassiert, dann macht man es nochmal. Beim dritten Mal klappt es dann, aber man hat dreimal Naja. Prämie kassiert, plus es wird Ja. zum Wunsch-Strike-Preis oder Limitpreis in diesem Kontext eingebucht. Eben. Also sehr Man cool. hat halt eben, sage ich mal, immer auch da Prämien und das geht eigentlich nur dann schief, wenn dann plötzlich du, ich sag mal, also ich sag mal, wo es schief gegangen wäre natürlich im Februar 2020, als wir nicht wussten, dass der Corona-Crash plötzlich dann um die Ecke steht und dann innerhalb von 3, 4 Wochen die Kurse um. Also hättest du jetzt im Februar 2020, sage ich mal, einen Put verkauft, egal auf welche deutsche DAX-Aktie, ja, dass du gesagt hast, ich kaufe da diese Aktie vielleicht 5% tiefer,
Da wäre das Geschäft natürlich nicht aufgegangen, weil du hättest es dann ja an der Börse ein paar Tage später nicht 5%, sondern 25, Aber ich hätte ja 30% sowieso die verbraucht. Limit-Order gemacht bei zum Ja, Beispiel 150 Euro. Also ja sie eben. wäre so Ja, oder so ja. Sie eingebucht wäre ja sowieso worden. durchgegangen. Ja. Weil ich mache Ja. meistens Limit-Order dann auf Wochenbasis. Ja. Also ich mache dann nicht irgendwie Ja. tagesgültig, sondern Wochenbasis. Also damals noch und jetzt mittlerweile denke ich mir, wieso mache ich das? Weil ich könnte ja, wenn ich sowieso eine Limit-Order einfach laufen lasse, doch einfach eben einen Cash-Secured-Put. Das Einzige, was ich dann verlieren kann, ist halt der Einsatz, also das Cash, was ich beiseite gelegt Ja, habe ja. für den Hast du Kauf, den ja. es kostet, oder? Also Ja. auch nicht Auch, geleveraged in auch, diesem ja. Fall. Ja. Auch hier ist es natürlich wichtig, wenn du das machst, solltest du den Kaufpreis der Aktie bezahlen können, sonst kann es dich eben auch ruinieren. Also auch hier kann man ja, also ich sag mal, wenn man das ohne Geld macht, kommt es ja dem berühmten Leerverkauf sozusagen dann auch. Also wenn dann die Aktie eben kräftig rauscht, dann sieht es natürlich schlecht aus für dich. Absolut, aber ich finde das mega cool. Also, das hat jetzt mir auch nochmal viel Einblicke für mich gebracht, weil ich mich jetzt auch in den letzten Wochen auch intensiver damit beschäftigt habe. Freut mich auch, dass jetzt du das, ich sage es jetzt mal so, als jemand, der erfahren ist, mir das auch so ein bisschen bestätigt, was ich recherchiert habe. Und also ich bin jetzt auch jemand, der jetzt das nicht auf Margin macht, sondern immer Covered Call oder eben Cash Secured Put, dass ich da nicht irgendwie in eine Situation gerate, wo ich dann irgendwie Margin habe, also sprich eine Marge habe, sprich Fremdkapital nutze. Das ist mir dann ein bisschen auch zu heikel, also da passe ich auch sehr auf. Wir sind schon zeitlich tatsächlich sehr fortgeschritten. Ich sehe auch im Chat, das ist wirklich super cool, da diskutieren die Leute auch untereinander jetzt auch zu diesem Thema. Vielleicht möchte ich das jetzt noch, weil das gerade jetzt noch zu diesem Thema passt, aufgreifen. Margin Call. Hattest du damit schon mal Erfahrungen in deinem persönlichen Depot? Oder vielleicht auch eine Story, weil du warst ja auch im Banking-Bereich tätig von Leuten, wo du gehört hast, dass da wirklich etwas komplett schiefgegangen ist, das komplette Depot zwangsverkauft. Also hast du da vielleicht eigene Erfahrungen oder irgendwas, was du uns Also berichten kannst? ich selbst hab eben damit nie Erfahrung gemacht, Gott sei Dank. Ich habe nie in meinem Leben einen Margin-Call eben kassieren müssen, weil ich eben solche Geschäfte, sei es im Optionsbereich oder was ja auch viele machen, die sagen, soll ich einen Kredit auf meine Wertpapiere aufnehmen? Da kannst du ja eine ähnliche Situation laufen. Wenn du deine Wertpapiere beleihst und dann kommt es zu einem kräftigen Rückgang an der Börse, ja, und du hast das Geld nicht, dann verlierst du sozusagen, dann gibst du das Steuerrad in der Hand, weil dann die Börse, die Bank eben sozusagen das aufnimmt. Und das heißt, wenn ein Margin Call dann kommt und du kannst ihn nicht bedienen, dann reden wir als Banker eben auch intern eben den Kunden exekutieren. Ja, man muss immer sagen, natürlich ist ein Kredit auf dem Papier eine schöne Sache. Stellt euch mal vor, du hättest 100.000 Franken Kredit gehabt vor 10 Jahren für, was weiß ich, in der Schweiz irgendwie für 0,3% Zinsen. Ja, dann würdest du jetzt 10 Jahre später 103.000 Franken zurückzahlen und hättest Aktien dir gekauft, die sich jetzt verdreifacht hätten. Ja? Das heißt, ohne Kapitaleinsatz, weil das Fremdkapital kam ja von der Bank, hast du ohne Kapitaleinsatz, sage ich jetzt mal, eben im Endeffekt dann dein Geld gemacht. Oder in der Regel musst du ja einen kleinen Kapitaleinsatz haben. Ja, nehmen wir an, du hast 100.000 Franken, beleihst das mit 200.000 Franken, hast also 300.000 Franken, kriegst das auf den Faktor 3, 900.000 Franken, wenn sich die Börsen verdreifachen. Dann hast du mit einem Eigenkapital von 100.000 dein Kapital nicht nur verdreifacht wie die Börsen, sondern durch den Hebel verneunfacht. Ja, so, das ist die sonnige Seite, wenn es aufgeht und du praktisch so. Die andere Seite ist natürlich, wenn du jetzt, sage ich mal, 100.000 Franken Eigenkapital hast oder Euro und nimmst dir 200.000 Euro Kredit drauf und die Aktien fallen dann 30%, dann ist dein Eigenkapital weg. Und dann sagt die Bank, können Sie jetzt bitte nachschießen? Und die Fristen, die da von den Banken gesetzt werden, da reden wir sehr oft über 24 bis 48 Stunden. Ja, und wenn das Geld dann nicht kommt von dem Kunden, und sehr häufig kommt das Geld dann nicht, dann wird das eben exekutiert. Und dann hat sich ein Kunde vielleicht 100.000 Franken erspart über die letzten 10 Jahre und dieses Geld vielleicht in wenigen Wochen komplett in den Sand gesetzt und fängt also wieder bei Null an. Ja, also ich kann immer nur sagen, mit diesen Margin-Dingen seid eben bitte extremst vorsichtig, vor allen Dingen, wenn ihr eben im Prinzip langfristig zum Beispiel in jungen Jahren Altersvorsorge aufbaut. Ja? Also ich sage mal,
wenn ein Multimillionär, der, ich sage mal, schon 10 oder 20 oder 30 Millionen Depotvolumen hat, ja, und ich sage mal 30 Millionen in soliden Werten wie Procter & Gamble, Nestle und all diesen Witwen- und Waisenaktien stehen hat, ja, sagt, jetzt will ich aber mal mit einer Million mal ein heißes Rad drehen und auch mal zocken. Der kann sich das leisten, auch mal im Zweifelsfalle eine Million in den Sand zu setzen und dann eben mit riskanten Optionen zu hantieren oder sonst was. Ja. Also wir hatten mal einen Kunden bei der UBS, der hat eben mit so einem Optionstrade mal an einem Tag 70 Millionen in den Sand gesetzt. Allerdings, das war ein überschaubarer Teil seines Vermögens, weil er hatte bei uns, ich glaube, 1,7 Milliarden im Depot. Ja. Da reden wir dann, ich sag mal, über eine Größenordnung von irgendwie 4%. Ja, also Das sind natürlich Dinge, aber ich sag mal, wenn solche Geschäfte können an einem Tag heiß laufen und auslaufen und dann bist du eben am Ende, wenn du das eben, ich sag mal, überziehst. Ja. So. Und für mich war das nichts. Ich habe eben manchen Fall in der Bank erlebt, wo es nicht aufgegangen ist. Da habe ich gesagt, das kommt für mich privat eben nicht in Frage. Sehr schön, also finde ich jetzt so zum Thema Finanzen auch ein guter Abschluss, dass da die Leute auch so ein bisschen sehen, was die Schattenseiten eben auch von solchen Leverage-Geschichten sind. Ich meine, die Sonnenseite klingt immer schön, aber die Schattenseite ist nochmal was ganz anderes. Ich möchte zur letzten Frage kommen, das ist eine Frage, die stelle ich immer allen Gästen im Streamzember hier im Dezember, und zwar, die hat jetzt nicht unbedingt was direkt mit Finanzen zu tun, die ist einfach völlig grob. Womit beschäftigst du dich aktuell oder vielleicht auch fürs nächste Jahr? Was ist für dich besonders wichtig? Und eben, das kann alles Mögliche sein. Also vielleicht auch Themen, wo du dich gerade mit beschäftigst oder auch einfach Dinge, die du sonst gerade im Kopf so hast. Das würde mich mal interessieren, Helmut. Also ich glaube, ein Thema, was uns alle umtreibt, nach ich sag mal jetzt ins dritte Jahr, also Corona hinein, ist, ich sag mal, glaube ich, der Wunsch, wann ist unser Leben wieder normal? Ich meine, es hat sich ja dank der Impfstoffe schon ein bisschen normalisiert, aber ich glaube, wenn du heute 10 Personen fragen würdest, wie ist das, dann würden 10 Personen von 10 sagen, das wäre mir schon ein großes Anliegen, wenn wir, ich sag mal, wieder dort stehen, so wie wir unser Leben 2018, 2019 kannten. Und das ist so ein Thema, was mich eben auch bewegt. Einmal, dass wir alle wieder durchatmen können und dass man natürlich auch bedenken muss, für uns Börsianer waren diese katastrophalen 2 Jahre gar nicht so schlecht, aber es hat natürlich Schattenseiten und es gibt in dieser Corona-Krise auch verdammt viele Verlierer. Und da würde ich mich freuen, dass die dann vielleicht auch mal wieder, wenn Corona vorbei ist, dann zu den Gewinnern gehören. Sehr schön gesagt, Helmut. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Das war jetzt auch ein super cooles Gespräch mit viel coolem Input, wo auch ich persönlich selber auch einiges mitnehmen kann auf meiner Reise. Also ich hoffe, auch im Finanzrudel konntet ihr einiges von Helmut mitnehmen. Also schreibt hier auch nochmal ein großes Danke und Applaus für den lieben Helmut. Und ja, wie immer, jetzt noch morgen und Mittwoch gibt es um 19 Uhr Livestream hier auf diesem Kanal. Seid da gerne dabei. Und ihr findet Helmut, wie schon auch vorhin erwähnt, wenn ihr ihn jetzt noch nicht kanntet, einfach auf Instagram über Waikiki5800. Und wir wissen jetzt auch, wieso er Waikiki5800 heißt. Vielen Dank, Helmut. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, sage ich euch. Einen schönen Abend und habt alle schöne Festtage und kommt gut ins neue Jahr. Oh.